Moin moin Leute und herzlich willkommen zu der neuen Pokémon Challenge, die schwarze Edition Trouble Town Trainer Challenge, die erste Folge, ihr habt das Regelvideo schon gesehen, falls nicht, schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung nach, um einmal zu wissen, wie die Regeln für dieses Projekt aussehen. Wir starten direkt hier mit der schwarzen Edition, Leute, es ist das erste Mal, dass ich diese fünfte Generation von Pokémon spiele und ich bin sehr gespannt, es ist kein Randomizer, es ist die ganz normale Edition. Wow! Ein weiblicher Professor, dass ich das nochmal erleben darf. Sehr schön. Das ist ja mal cool. Interessant. Hallo, wie geht es? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Okay. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen beinahe überall und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Um das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Erforschung der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir, erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Alles klar. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja. Ich bin wohl ein Junge, wenn ich das richtig sehe. Ah, ein Junge bist du also. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Jetzt wüsste ich noch gern, wie du heißt. Verrat mir doch bitte deinen Namen. Mein Name ist Grants. So. Oh, es gibt sogar ein sehr schön. Nein, das ist ein M gewesen. Grants. Oh, man hat aber nicht so viel Platz für seinen Namen. Okay. Grants lautet dein Name also, ist das richtig? Ja. Das ist aber mal ein toller Name. Gut, dann will ich dir jetzt nochmal deine treuen Weggefährten vorstellen. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann. Dieser Junge hier heißt Sherrin. Manchmal gibt er sich ein wenig mürrisch, aber er ist ein aufrichtiger Bursche. Dieses Mädchen hört auf den Namen Belle. Sie geht alles ein wenig gemütlicher an, aber gibt immer ihr Bestes. Ich werde euch drei jetzt einfach mal vertrauen und jedem von euch eins meiner kostbaren Pokémon schenken. Hör mir gut zu, Grants. Von dem Augenblick an, an dem du dich für ein Pokémon entscheidest, beginnt dein persönliches Abenteuer. Auf deiner Reise wirst du mit unzähligen Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie du. Ich hoffe, es gelingt dir, durch diese Begegnung herauszufinden, was für dich im Leben wichtig ist und was nicht. Ich sehe, du verstehst mich. Das große Ziel deiner Reise sollte es sein, über den Umgang mit Menschen und Pokémon reifer zu werden und innerlich zu wachsen. So, jetzt aber mal los. Geh und stürze dich kopfüber in die Welt der Pokémon. Okay, mache ich. Es ist Herbst bei uns, alles klar. Es gibt jetzt nämlich Jahreszeiten, Leute. Game Freak präsentiert Pokémon Schwarze Edition. Grants! Professor Esche hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Wo Belle nur wieder bleibt. Ich glaube, da kommt sie. Bin ich schon wieder zu spät? Entschuldigt bitte. Als wirklich, Belle, dass du als irgendwie gemächlicher angehst, ist für mich mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir unsere Pokémon bekommen sollen? Du hast ja recht. Es tut mir wirklich leid, ihr beiden. Kein Ding, Belle. Ich bin nicht so sauer. Und was sind die Pokémon nun? Professor Esche hat sie hergebracht, Gens. Also, steht dir auch das Recht zu, dir zuerst eins auszusuchen? Yes! Das ist nur gerecht. In diesem Geschenkpaket wartet die Pokémon schon auf uns. Na los, Grants, trau dich schon und schau nach, was drin ist. Ich kann's kaum noch erwarten. Alles klar, Leute, dann wollen wir mal loslegen. Wir öffnen das Geschenkpaket und wir haben natürlich wieder die Auswahl zwischen drei Starter-Pokémon. Zusammen mit diesem Brief. Nein, das ist ja die Professorin. Sekunde. Zusammen mit diesem Brief habe ich dir drei Pokémon geschickt. Rufe deine Freunde herbei und sucht euch hier ein Pokémon aus, ohne zu streiten. Alles Gute und beste Grüße, Professor Esche. Danke, Professor. So, Leute, wie immer haben wir die Qual der Wahl, obwohl wir eigentlich diesmal überhaupt gar keine Qual der Wahl haben, denn wir werden das Feuer-Pokémon Floink nehmen. Ich zeige euch nochmal, es gäbe auch Serpifeu, das ist ein Pflanzen-Pokémon, und es gäbe noch Otaro, ein Wasser-Pokémon. Da wir die Trainer-Challenge machen, muss ich mich für das Feuer-Pokémon entscheiden.
Ja, ich bin mit diesem Pokémon einverstanden. Grants erhält Floink. So, okay. Also, ich nehme dieses Pokémon und Sharon bekommt das da, okay? Wieso entscheidest du, welches Pokémon ich bekomme? Was soll's? Ich wollte sowieso von Anfang an Otero haben. Alles klar, er hat also Otero. So, nun hat jeder sein Pokémon ausgewählt. Und jetzt? Ich hab's. Jetzt ist es Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen. Hör mal, Bell, die Pokémon sind zwar noch schwach, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach, was geht das schon in Ordnung? Was können die drei schon anrichten? Irgendwann müssen sie aber anfangen zu kämpfen. Oder habe ich etwa Unrecht? Also, Grants, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen. Alles klar, Bell. Schema. Grants versus Bell. Wieso darf ich mein Pokémon gar nicht benennen? Das ist ja gemein. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Bell. Sie wird mit Serpifeu starten. Und ja, das wird auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Nicht. So. Was soll Floink tun? Floink soll natürlich kämpfen, Leute. Tackle und Rutenschlag haben wir jetzt so. Ich bin immer der Offensive. Ich hau immer einfach nur drauf. Serpifeu darf allerdings anfangen. Mit einem Tackle. Macht 4 Schaden. Okay, ich hoffe mal, das ist ja ungerecht, dass der anfangen darf. Okay, das könnte dann interessant werden. Wenn er mal anfangen darf, dann werde ich wahrscheinlich verlieren. Leute, das wäre es ja, wenn wir hier den ersten Kampf direkt abkacken. So geht's ja nun nicht. Oh oh. Hat man einen Trank? Kann man einen Tackle daneben geben von ihm, bitte? Lol, okay, beim nächsten Mal wäre ich down. Habe ich einen Trank? Nee, natürlich nicht. LOL! Silberblick am Ende nochmal. Oh mein Gott, bin ich ein dreckiger Lacker. Ach du Heilige, ey. Das gibt's ja nicht. Das ist ja echt heftig. Serpifeu wurde besiegt. Damit habe ich nicht gerechnet, ey. Puh, wir haben halt noch keine Glut oder so. Das heißt, wir haben keinerlei Vorteil. Und wir haben Bell besiegt. Dein und mein Pokémon haben beide ihr Bestes gegeben. Ja, aber du hast einen Move am Ende gebracht, der halt irgendwie nicht so intelligent war, Bell. 500 Poké-Dollar haben wir gewonnen. Low! Oh mein Gott. Wow, Grants! Du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich habe da so eine Vorahnung. Also wirklich, Bell, jetzt schau dir doch bloß einmal das Zimmer an. Oh mein Gott, mein Zimmer wurde total verwüstet. Was ist denn, was ist da passiert? Das ist ja wie bei Hempels und am Sofa. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch noch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist doch jetzt nicht wütend, Grants, oder? Doch, bin mega sauer. Bell, bei dir sind echt Hopfen und Malz verloren. Sei so gut und lass mich jetzt dein verletztes Pokémon aufpäppeln. Ah, okay, er hat die Pokémon geheilt. Und meins heilt er auch. Sehr nett von ihm. Puh, okay. Hey, Sharon, willst du dein Pokémon nicht auch mal in einem Kampf schicken? Wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nicht so ein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, das muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer werde ich das Zimmer ja wohl auch kaum zurichten können. Außerdem wäre es nur fair, wenn ich mir auch mal einen Kampf gönne. Damit steht unser allererster Kampf. Spürst du auch den Nervenkitzel? Zeig mir, was du drauf hast und gib alles, Otero. Alles klar, Otero wieder. Den machen wir fertig, Leute. So, eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Sharon. Den machen wir auch fertig. Den machen wir auch fertig. Ich werde diesmal auf jeden Fall, glaube ich, eher einen Heuler am Anfang losschicken, damit der Angriff ein bisschen niedriger ist. Wie klein dieses Otero aussieht auf dieser Entfernung. So, wir werden diesmal einen Rutenschlag machen. Ich glaube, das senkt den Angriff, ne? Ne, die Verteidigung. Okay, er macht direkt einen Tackle. Oh, der macht sogar 5 Schaden. Das gibt's doch nicht. Wir machen aber auch einen Tackle. Okay, wir sollten das auf jeden Fall jetzt schaffen, weil wir jetzt ja diesmal den Vorteil haben, dass wir anfangen dürfen. Es kann natürlich nur passieren, wenn wir Pech haben, dass... Oh ja, mit dem dritten ist er down. Dass jetzt ein Crit kommt, ne? Weiß man ja nie. Diese random Crits, die hier ab und an mal so auftauchen... Die haben schon das ein oder andere Spiel entschieden. Otero wurde allerdings besiegt. Floink, du bist ja wohl das beste Pokémon, das wir haben hier. Ein männliches Floink ist ja meistens. Der Starter ist meistens männlich. Ich glaube 12,5% die Chance, also ein Achtel.
dass wir ein weibliches haben. Wow, 3 Max-KP. Nicht schlecht. Okay, Leute. Spieler besiegt Sharon. Ah, so läuft es also beim Pokémon-Kampf. Und wieder $500 gewonnen. So muss das sein. Okay. Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich im ersten Kampf den Kürzeren zu ziehen, aber was für eine Spannung. Jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber nun muss ich mich erstmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung hier entschuldigen. Ich auch. Alles klar, ciao. Und schon muss ich hier ganz alleine aufräumen. So geht's ja jetzt auch nicht, ne? Okay, kann ich schon in die Optionen rein? Ja, kann ich. Denn ich muss den Kampfstil natürlich erstmal auf Folge machen. Das Texttempo machen wir auf 3. Animation lassen wir an, denke ich. Und das war's dann schon. So. Ja. Dann müssen wir wahrscheinlich hier runter. Wie gesagt, ich habe das Spiel selber noch nie gespielt. Falls ich hier ein paar Fehler mache, Leute, sorry. Entschuldigung für den Tumult von eben. Also ich werde auch mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut, schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Solltet ihr stattdessen nicht lieber Professor Esche besuchen? Ja, das stimmt. Wir sollten uns bei Professor Esche bedanken gehen. Bis bald und Entschuldigung für die Umstände. Ich warte dann vor dem Labor auf euch. Oh, ich muss vorher noch mal kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. Alles klar. Ciao, ihr beiden. So. Und jetzt kommt Mutti. Krenz, Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lernen, was? Das Lärmen der Pokémon war das hier unten zu hören. Bis hier unten, meine ich. Ach, das weckt Erinnerungen an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Ehe ich es vergesse, nach dem Kampf sollte man seinen Pokémon eine Pause gönnen. Alles klar, Pokémon wurden aufgeheilt, Leute. So, dein Pokémon ist wieder putzmunter. Und vergiss deine Visocaster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. Alles klar, was kann man mit dem Ding denn machen? Du gehst dich doch bei Professor Esche bedanken, nicht wahr? Also, dann lasse ich dich mal nicht aufhalten. Okay. So, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nach dem Intro noch 15 Minuten aufnehmen dürfen. Ansonsten werden die Folgen immer so zwischen 15 und 20 Minuten lang. Das heißt, die erste wird ein bisschen länger sein. Aber ich denke mal, da freut ihr euch auf jeden Fall auch. Und ja, die ganzen Vögel fliegen hier erstmal weg. So, hier, das ist also die Startstadt Avenitia, die Stadt, in der alles seinen Ursprung hat. Ja, zum Beispiel auch unser Abenteuer. Ich werde ein bisschen erkunden, Leute, denn ich kenne diese Edition halt noch gar nicht. Die modernste Technik ist schon was Tolles. Man denkt da nur an die vielen Möglichkeiten, die uns die Infrarot-Verbindung eröffnet. Alles klar. Komischer Kauz. Ja, ich werde auf jeden Fall mir hier alles mal so ein bisschen anschauen, Leute, weil ich das halt alles selber noch gar nicht kenne. Hey, Quinz, ich hab schon gehört, Professor Esche will dir eins ihrer Pokémon anvertrauen. Ach, du hast es schon bekommen. Oh, wie wirklich süß das Kleine. Dann kannst du jetzt endlich als Trainer dein Abenteuer angehen. Also, dann werde ich dir jetzt auf dem Expeditionshandbuch vorlesen. Hier steht, für Trainer ist der X-Knopf unerlässlich. Vergiss das nicht. Alles klar, danke. Ich weiß, Sharon ist etwas verschlossen und man hat es nicht immer leicht mit ihm. Aber versucht bitte, euch nicht zu streiten. Ja, okay. Eigentlich hatte der doch jetzt einen ganz netten Eindruck gemacht. So, was hat er denn hier für Sachen? Auf dem drücken X-Knopf und öffne das Menü. Wähle sichern, um zu speichern. Okay. Und der Fernseher hat er angelassen. Ich grüße alle Zuschauer an der heimischen Bildschirm. Danke, dass ihr euch heute wieder bei Attacken im Alltag eingeklinkt habt. Heute wollen wir uns mit Attacke auf Fährte beschäftigen. Begrüßen wir jetzt wie immer ganz herzlich Professor Arteke, den Experten von der berühmten Stratos Universität. Guten Tag, heute sprechen wir also über die Attacken auf Pferde. Damit gibt man einem Ziel doch glatt 1 oder eigene Items. Wie großzügig. Und wie könnte man diese Attacke jetzt im Alltag einsetzen? Ganz einfach. Bekommt man mal ein Geschenk, mit dem man gar nichts anfangen kann, kann man es einfach weiter verschenken. Wow, sehr aufschlussreich. Ich werde heute wieder etwas dazugelernt. Also, liebe Zuschauer, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Okay. Alles schon komische Kauze hier, ey. So, ich muss auf jeden Fall noch zum Professor kommen, Leute. Das möchte ich euch natürlich noch zeigen. Ich werde aber trotzdem die Stadt hier erstmal ein bisschen erkunden. Wir haben ja Zeit. So, hier ist Bell. Nein, nein und nochmals nein! Aber ich habe noch ein Pokémon bekommen. Ich bin also ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer. Oh, der Vater will wohl nicht, dass sie weggeht. Hallo! Mach dir keine Sorgen, es ist alles in bester Ordnung. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich warte vor dem Labor auf dich. Okay, der Vater ist, glaube ich, so ein richtiger Choleriker, hatte ich da gerade das Gefühl. Wie bitte? Meine kleine Tochter will mit ihrem Pokémon auf Reisen gehen, so jung und dann noch ganz alleine.
Okay, chill mal, Junge. Aber Liebling, du machst dir wirklich viel zu viele Sorgen. Es ist doch mit allen Kindern so, mit diesem Pokémon auf Reisen zu gehen, ist für ein Kind nun mal ein wichtiger Schritt, um erwachsen zu werden. Heute kann ich irgendwie nicht so vorlesen, Leute. Es tut mir wirklich leid, das könnte an der Wärme liegen. Ich bin einfach so richtig brainfucked heute. Es ist einfach viel zu heiß und mein Büro ist ja hier unterm Dach, wie ihr wisst. Ich nehme das zwar jetzt recht früh auf, es ist gerade mal, kurz nach 11. Aber, boah, mir ist die Hitze jetzt schon zu Kopf gestiegen, scheinbar. So, ich werde auch kein Fernsehen gucken. Ich will nicht nochmal so eine krass lange Sache da vorlesen. Habe ich Turbotreter? Habe ich leider noch nicht. Ich kann leider nur so langsam gehen, Leute. So, ich denke mal, die werden wir aber hoffentlich schnell bekommen. Wen haben wir denn hier noch? Glaubst du, so eine Reise mit Pokémon als Begleiter kann einen Menschen verändern? Ja. Du hast recht. Auf einer Reise denkt man eben viel nach und entwickelt sich weiter. Ich wusste ja nicht, dass das ein Quiz ist. Ich dachte, sie will nur meine Meinung wissen. So, wen haben wir denn hier? Auf der Welt sollte es unzählige Pokémon und viele verschiedene Menschen geben. Wenn ich das höre, verspüre ich mit einem Mal so ein Kribbeln in den Fingern. Okay. So, ja, ich weiß, ich muss da hinten hin. Grants, ich verstehe, dass du am liebsten gleich mit deinem Pokémon losziehen würdest. Du sollst dich aber zunächst bei Professor Esche bedanken. Schau mal, sie im Labor geht es hier entlang. Okay, kann ich machen. So, dann lass uns mal reingehen. Jetzt aber los, auf zu Professor Esche. Wir müssen uns natürlich bedanken bei der guten Frau, dass sie uns ein Pokémon geschenkt hat. Ein Floink. Hallo, ich habe euch schon auf euch gewartet. Meine jungen Freunde, ich möchte mich euch erneut vorstellen. Ich bin... Aber Professor Esche, wir kennen Sie doch schon. Ja, Sharon, mir ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute verdient ein wenig Förmlichkeit. Also, dann stelle ich mich zunächst noch einmal kurz vor. Ich bin Professor Esche. Meine Forschungen befassen sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Oh, ihr habt euer Pokémon schon kämpfen lassen. Das ist ja großartig. Dann haben sie sicher auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr eurem Pokémon Spitznamen geben? Ja, und hier kommt ihr natürlich ins Spiel, Leute. Ich würde meinen Pokémon gerne Spitznamen geben. Unserem Floink müssen wir auf jeden Fall mal direkt einen Spitznamen geben. Und welchen Spitznamen geben wir denn diesem wunderbaren Floink? Ich glaube, Floink könnten wir mal... Ich nenne es Phil. Ich nenne es Phil. Phil war schon im Hard Gold Exchange dabei. Und ich finde, Phil hat es jetzt auch mal wieder verdient, langsam aber sicher Erwähnung zu finden in einem weiteren Projekt. Phil ist also dieses kleine Schweinchen. Passt irgendwie doch, oder? Hi, Phil. So. Verstehe, verstehe. Bist du mit Phil als Spitznamen zufrieden? Naja, was will man machen, ne? Phil soll es heißen. Das ist wirklich ein sehr schöner Name. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Goldrichtig, Sharon. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es euch noch einmal erklären. Nun zu Pokédex. Er ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich euch bitten, die gesamte Einalregion zu durchforsten und sämtliche heimischen Pokémon aufzuspüren. So, das wäre erstmal alles zum Pokédex. Grant, Sharon, Belle, seid ihr bereit, euer großes Abenteuer zu gehen und dabei den Pokédex zu vervollständigen? Ich hab schon ja gesagt. Ja. Ich meine natürlich, jawohl! Vielen Dank, Professor Esche. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch drei. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Ich habe da gar nichts gesagt. Naja, wir haben den Pokédex erhalten, wie der inzwischen schon aussieht. Krass. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie und wo ihr Pokémon ausfindig machen könnt. Folgt mir dazu bitte zur Route 1. Oh, die Routen wurden wieder von vornherein durchnummeriert. Interessant. Wenn Professor Esche uns schon darum bittet, kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nichts verkehrt daran, sich auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können doch belieben reisen, solange wir den Pokédex vervollständigen. Okay, so, kommt hinterher, Leute. Wir wollen doch zu der Professorin und, Hey, Grenz, warte auf mich! Und wollen sehen, wie wir Pokémon fangen. Da seid ihr ja. Und was hat Professor Esche gesagt? Sie hat euch also gebeten, den Pokédex zu vervollständigen. Das ist ja großartig. Nun ja, also ehrlich gesagt, habe ich das schon vorher gewusst. In diesem Sinne, nehmt bitte diese Karten mit. Auch noch eine Karte bekommen. Nice, Leute, was wir hier alles bekommen, doch. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, bitteschön, Sharon. Oh, ich glaube, ihr habt die Stimme gerade anders gemacht. Ich werde sorgfältig damit umgehen.
Hier, auch für dich, Belle. Vielen herzlichen Dank. Das Zimmer von Grants werde ich aufräumen. Macht euch bitte darum keine Gedanken. Okay, Grants? Ja, kein Ding. Pokémon sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Erstaunlich, wie diese kleinen Kerlchen solch ein Chaos veranstalten können. Das sieht man ihnen wirklich nicht an. Wenn man mit solchen Pokémon unterwegs ist, hat man gar nichts zu befürchten. Keine Sorge, ich werde euren Eltern die besten Grüße von euch ausrichten. Ihr werdet nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte der Einalregion entdecken und so zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen. Also dann, gute Reise! Yay! Ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann begeben wir uns mal auf Route 1, denn Professor Esche erwartet uns bereits. Augenblick, ich komme mit. Los, Grants, wir sollten uns spurten. Oh ja, ich habe aber keine Turbo-Treter, ich bin mega langsam. Guckt euch das an. Naja, gut, wir stellen uns dann mal hier hin. Ja, hallo, ich weiß. Grants, hier entlang. Belle möchte, dass wir drei den ersten Schritt unserer Reise gemeinsam tun. Also, Grants, lass uns alle drei zugleich Route 1 betreten. Also, los geht's. Ah, ne, das hat er gesagt. 1, 2 und los! Route 1, Leute. Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt, kann ich dir sagen. Ja, so geht es mir auch, aber lass uns gehen, Professor Esche wartet. Da vorne ist sie. Tut mir leid, dass sie so lange auf uns warten mussten, Professor Esche. So, jetzt werden wir... Nee, warte, die hat eine andere Stimme gehabt. So, jetzt werden euch die einmal ein paar Dinge erklären. Wenn ihr ein Pokémon trefft, wird das automatisch in euren Pokédex eingetragen. Gelingt es euch danach, das Pokémon mit einem Pokéball zu fangen, wird sein Eintrag im Pokédex um einige zusätzliche Informationen und Details erweitert. So, nun werde ich euch zeigen, wie man ein Pokémon fängt. OMG, sie werden angegriffen! Oh, was ist das denn? Ein Nagelotz. Oder ein Na-gelotzt? Also, ein Pikachu-Chiller hat sie. Und dieses Pikachu-Chiller wird erstmal Fund einsetzen, um das Nagelotz hier. Oh, in roten Bereich. Wenn die jetzt gekreditet hätte, dann wäre hier aber Ruhe im Puff gewesen. So, und jetzt muss man bestimmt dann ein Pokéball werfen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Beutel, Bälle. Ah ja, okay, schreib's mir auf. Wow, die hat 30. Kann gerne mal ein paar. Abgeben. Klasse, Nagelotz wurde gefangen. Glückwunsch, Professor. Sie haben einen Nagelotz gefangen. Ach ja, immer diese schönen Tutorials in jedem Pokémon-Spiel. Habt ihr genau zugesehen? Ich erkläre es euch noch einmal Schritt für Schritt. Nein! Zunächst muss das Pokémon geschwächt werden, denn muntere und kräftige Pokémon sind nur schwer zu fangen. Nach Möglichkeit sollte denn eure Pokémon den Gegner mittels einer Statusveränderung wie Paralyse oder Schlaf schwächen. Das war's. Zum Schluss schenke ich euch noch diese Pokebälle. Nice, wir haben sogar direkt Bälle bekommen, Leute. Und die verstauen wir direkt erstmal in unserer Itemtasche. Mit diesen Pokebällen könnt ihr Pokémon einfangen und dann die so gefangenen Pokémon mit euch herumtragen. So, das wäre dann alles. Ich mache mich dann auf den Weg und erwarte euch in Gavina. Alles klar, Leute. Wilde Pokémon tauchen übrigens nur im hohen Gras auf. Also, dann werde ich mich auch mal nach Gavina aufmachen. Ja, ich ebenfalls. Schon um neue Pokébälle zu kaufen, sollten wir in die nächste Stadt gehen. Einen Moment mal. Grants und Sharon, hört mal kurz her. Ich habe nämlich eine tolle Idee. Jetzt lass uns hier keine Wurzeln schlagen. Professor Esche wartet sicher schon auf uns. Menschenskind, wollt ihr mir denn gar nicht zuhören? Wir können doch wetten, wer von uns die meisten Pokémon fängt, oder? Es gewinnt dann von uns dreien, wer einschließlich der Pokémon, die wir vom Professor Esche erhalten haben, letztlich die meisten Pokémon vorweisen kann. Das ist ja eine tolle Idee! So wird es sicher richtig spannend. Und wenn wir dabei den Pokédex füllen, helfen wir obendrein noch Professor Esche. Ja, wer seine Pokémon heilen möchte, bevor wir nach Gavina kommen, braucht nichts weiter zu tun, als bei sich daheim vorbeizuschauen. Mit Serpifeind meiner Seite bin ich einfach nicht zu schlagen. Alles klar, ciao ihr beiden. Und wir sind jetzt bei 24 Minuten. Ich möchte aber eigentlich in diesem Part... Warte mal, wir gehen mal hier durch. Ich hoffe, ja, wir werden nicht angegriffen. Aber da ist, glaube ich, entweder ist es der erste Trainer. Ich möchte einmal kurz schauen, was dort auf diesem Schild steht. Tipps für Trainer. Nur Mut, sprich die Leute an, denen du unterwegs begegnest. Sie haben allesamt gewiss hilfreiche Hinweise für dich. Ich weiß auch nicht, warum das Schild so einen amerikanischen Dialekt hatte. Wilde Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Wenn du also wilde Pokémon fangen oder gegen sie kämpfen möchtest, solltest du dich ins hohe Gras begeben.
Okay. Ist hier irgendwo ein verstecktes Item? Ist hier ein verstecktes Item? Nein, scheinbar nicht. Okay. So, dort oben haben wir schon jemanden, der im hohen Gras steht. Und ich würde sagen, wir machen hier aber einen Cut. Ich darf zwar eigentlich noch so 2-3 Minuten machen, Leute, aber ich finde, hier ist ein schöner Punkt, um mal eben einen Cut zu machen. Also, wenn ihr geile Spitznamen habt, wie ich meine Pokémon benennen kann, dann immer her damit, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf jeden Fall ein paar Tipps gebt. Wir speichern das Spiel an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Schwarz Trouble Town Trainer Challenge. Leute, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Challenge. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich. Wenn ihr Pokémon-Vorschläge habt, wenn ihr Namensvorschläge habt, wenn ihr einfach nur einen Kommentar hinterlassen wollt, dann macht das doch, Leute. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns dann morgen, 20 Uhr, ab sofort täglich. Es sei denn, wir müssen eine Folge aussetzen. Ihr kennt die Regeln. Falls nicht, Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!